Servus zusammen, recht herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge LS25. Wir sind auf der asiatischen Map unterwegs und haben einen Ernteauftrag fast abgeschlossen. Also ihr seht es, der Fendt hat überladen und ich stehe jetzt hier mit dem Schlepper parat und wir werden jetzt mal gucken, wo wir das Material hinbringen müssen. Da bin ich nämlich schon drauf gespannt. Schauen wir mal aufs Kärtchen. Ja, da sind wir. Da müssen wir hin. Wie kommen wir denn am besten hin? Einfach die Straße runter, dann links und dann ins Industriegebiet. Spannend, spannend. Werden wir gerne tun. Und in der Zwischenzeit ganz kurze Info. Ich habe hier tatsächlich zum ersten Mal hier auf der Map die Rehe gehabt, beziehungsweise nur ein einziges Reh. Und das ist auch ganz gemütlich auf dem Feld herumgelaufen. Und als ich mit dem Fendt-Drescher vorbeikam, dann hat es sich doch schnurstracks abgemacht in den Wald. Und da würde ich doch sagen, so sollte es eigentlich sein. So sah das richtig gut aus. Und so gefällt mir das auch. Und ich bin mal gespannt, ob wir wirklich nicht mehr irgendein Reh durchs Wohnzimmer springen sehen. Jo! So, ich bin weiter hier in der Aufnahmesession und ich hatte euch ja in der vorigen Folge gefragt bezüglich Baumwolle und ähnliches. Also ich habe eure Kommentare noch nicht gelesen, weil ich ja wie gesagt hier noch in der Session bin und da bin ich wie gesagt drauf gespannt, was ihr oder wie ihr das seht, wie wir dann hier mit der Baumwolle auf meinem Feld umgehen. Soll ich die tatsächlich ernten und mit welchem Ernter? Wo laufe ich nicht Gefahr, dass ich irgendwelche Baumwolle dann noch im Ernter drin habe oder machen wir dann doch das Feld platt und da werde ich tatsächlich überholt oder machen wir doch das Feld platt und machen Getreide drauf. Also schreibt es mir bitte gerne nochmal in die Kommentare, da freue ich mich drauf und an der Stelle gleich mal der Hinweis, dass wir hier links abbiegen. So, ich hoffe, dass mir da nicht wieder einer von hinten reinfährt, wie wir es schon mal hatten mit dem Drescher. Ich habe aber auch diesmal den Blinker gesetzt. Ja, letzte Folge vor unserem Late-Night-Farming-Livestream. Die Folge ist geplant für den Freitag, ja, Nachmittag, Spätnachmittag. Und ich habe ja gesagt, Late-Night-Farming machen wir hier von der Hutan Pantai. Und das Ganze hier, das Projekt, so ein bisschen schon mal als Einstiegsprojekt. Und ist da jetzt rot? Ist die Ampel rot? Muss ich da jetzt tatsächlich warten? Mach mich nicht schwach. Mach mich nicht schwach. Aber wenn wir warten, dann auf jeden Fall der Hinweis. Heute Abend, Late Night Farming, 22 Uhr steigen wir wieder ein und machen hier LS25 Livestream. Auf jeden Fall bis 1 Uhr, denke ich, für die Nachtvögel unter euch. Und tatsächlich, da wird die Ampel grün. Ja, dann fahren wir doch mal. Dann fahren wir doch mal. So, und hier erleben wir Little Tokyo bei Tag. Wo fahre ich jetzt rechts? Die nächste rechts rein? Die nächste rechts rein. Stoppschild. Und stopp. So, und dann rechts rum. Ja, ich hatte es ja schon mal angekündigt oder erwähnt, so will ich es mal sagen, oder ja, erwähnt in dem Sinne, dass man ja nicht so genau weiß, wo wir ja eigentlich unterwegs sind, denn Japan als solches kann es nicht sein. Japan hat Linksverkehr. So, hier hätten wir, glaube ich, rein müssen. Jo! Japan hat Linksverkehr, was der Tatsache geschuldet ist, dass damals die Eisenbahn nach Japan kam und die Engländer haben die Eisenbahn gebaut und die haben die natürlich auch entsprechend mit dem Linksverkehr gebaut und so hat man dann das auch übernommen für den Straßenverkehr. Deswegen, und wir fahren hier auf der rechten Seite, also kann es eigentlich nicht Japan sein. So, aber wir haben es ja schon mal erwähnt, das Ganze scheint eher eine Mischung aus vielen, vielen asiatischen Ländern zu sein, wie eben auch Vietnam und Thailand und ähnlichem. Und insofern ganz spannende Geschichte. Es ist jetzt für mich spannend. Wir sind bei 80% Ernte und ich will doch hoffen, dass, wenn ich das jetzt hier abkippe, wir dann tatsächlich auf 100% kommen und das Ganze dann auch wirklich bezahlt bekommen. So, fällt hinten was raus, es geht los. 80% abgeschlossen, das sieht doch gut aus. Wunderbar. Und ein ganz kleines bisschen auch noch für uns. 662. Ja, ich glaube, damit haben wir gerade so. Lass mich mal reinschauen. Gerade so.
Die Mietkosten, oh nee, Mietkosten 1.599. Ja, ja, da bleibt nicht allzu viel übrig. 1.939. So, ich würde jetzt aber gerne spaßeshalber nochmal hier rausfahren wollen zu unserem Drescher. Einfach, um mal hier ein bisschen das Flair der Stadt mitnehmen zu können. Hier das Industriegebiet, wo sich ja verschiedene Industrien natürlich auch angesiedelt haben. Was haben wir denn da drüben? Ist das die Zuckerfabrik oder was ist denn das hier? Schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist die Schreinerei, okay. Das ist die Schreinerei. Da vorne ist die Molkerei. Irgendwo haben wir auch noch eine Zuckerfabrik. Ja, das könnte vielleicht die da vorne sein. Ja, ich muss ehrlich sagen, also ich war ein kleines bisschen voreingenommen, aber mittlerweile gefällt sie mir doch echt gut, die Karte. Also sie hat doch schöne abwechselnde Seiten, wie eben auch das mit dem Tempel, dann natürlich auch dieses Dorf, dieses Bergdorf, dieses Enge, wo ich aber auch schon den Ansgar habe mit der großen Presse durchfahren sehen. Also das sind alles spannende, spannende Geschichten. So, wann wird es denn hier grün? Und dann würde ich nämlich rechts... Ah, jetzt ist grün. So, dann machen wir die Lampe wieder aus. Dann fahren wir hier einmal rechts, dann nochmal links, um das Ganze dann auch ein bisschen mitnehmen zu können. Und da ist es schon wieder rot. Eifelwipsch, das ist ja fast wie in der Stadt. Industriezone. Hier geht es zu den Docks und zum Grain Elevator. Okay. Herr Kollege, nicht hupen. Ich habe rot. Jetzt ist grün. Also wirklich. So, ah, hier sind Textilien und jetzt kann ich hier nur rechts rumfahren. Eieieiei. Hat er mich gerade angestoßen? Hat er mich gerade angestupst? Warte mal, ich fahre mal langsam. Ob ich dann wieder einen Schubser krieg? Nee, okay. Ja, ist schon interessant hier. Hier können wir links. So schaut das also aus. Und hier kommen wir jetzt zur großen... Ah, da wird es gerade grün. Hervorragend. Hier kommen wir jetzt also zur großen, großen Einkaufsstraße. Hier ist Downtown. Ach, hier hätte der Tim seine Freude. Überall funkelt und blitzt und macht es. So, hier ist wieder rot. Und dann fahren wir zur Stadt raus. Ah, grün, hervorragend. Und, sorry. Dann hier über den Kanal, so wie es aussieht. Ah, hier müssten wir die Vorfahrt gewähren. Also ich glaube, wir sollten hier ein bisschen auf die Verkehrsschilder achten. Also im Moment ignorieren wir, glaube ich, sämtliche Verkehrsregeln, die es hier nur gibt. Aber gut, ich weiß ja nicht, wie das so in Asien ist. Ich meine, das meiste, eine rote Ampel ist ja eher ein Vorschlag. So, dann fahren wir mit dem erstmal zurück zum Händler, dann werden wir den Auftrag abschließen, werden die Kohle einsacken und dann schauen wir mal, ob es in der Zwischenzeit wieder was Neues, Schickes gibt, weil ich habe jetzt echt Bock auf Aufträge, weil die führt uns auch schön, schön hier über die Map und auf dem Hof oder am Hof gibt es ja wenig zu tun, denn wir haben noch keine Paletten, wir haben noch nichts erwirtschaftet, ertragen und, ah, das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen, denn ich habe mittlerweile das kleine Feld beim Schafstall, habe ich jetzt auch mittlerweile angesät und da schauen wir dann gleich mal, denn ich würde euch da gerne was zeigen wollen bezüglich dem KI-Helfer. Denn wir hatten ja schon auf der Riverbend, hatten wir ja das Thema, wenn ich eine Farm oder einen Stall oder irgendwas ähnliches, eine Weide, zumindest habe ich es ja mit dem Kuhhof probiert, dann auf das Feld packe, dann konnte ja der Helfer nicht mehr das Feld erkennen. So, wir werden diesen Auftrag abschließen. Und sehr schön. Keine Aufträge zurzeit, aber wir schauen nochmal rein. Vielleicht gibt es da doch irgendwas Interessantes. Düngen, ernten, hacken, Holztransport, spritzen, Steine sammeln, Totholz. Hm, weiß ich noch nicht. Wir springen mal kurz hierher. So, dazu müssen wir aber auf jeden Fall in unseren Iseki.
Nein, in den IC-Key. Und den Motor bitte wieder abschalten. So, in den IC-Key. Na. So, und dann fahren wir nämlich rüber. Wichtig, denn wir brauchen ja das Gerät. Ich denke, das spielt ja auch immer eine Rolle. Ja, früher oder später werden wir hier natürlich auch ein bisschen malen, Botanik, Bäume und ähnliches. Aber wir müssen erstmal hier in den Flow kommen, was die Finanzen angeht. Also, wenn ich jetzt hier den Helfer aktiviere, dann findet er das Feld, sucht es auch. Aber ihr seht, dass der dann auch so komischerweise oder komisch dann auch durch die Weide fährt. Wobei ich mir auch sicher bin, ich weiß es nicht genau, ist es nur die Weide oder ist das auch... Warte. Wir schauen mal in die Karte, weil dann sieht man es, glaube ich, ganz gut. Nee. Ah, doch. Diese Ecke. Diese Ecke, das müsste das hier sein. Also gut, das heißt, dass er die Fläche und auch die Weidefläche eben auch als bearbeitete Fläche erkennt. Und deswegen hat er hier dann auch an der Stelle diesen Haken. Er zeigt dann auch die Grünfläche als solches an, aber er will die auch bearbeiten, dass sie dazugehört. Aber eben nur die Fläche ohne den Stall selber, also sprich ohne das Gebäude. Das Gebäude erkennt er. Da sieht er also, dass er nichts machen muss. Aber er nimmt die Weide eben auch als Feld. Also die Weide gehört sozusagen zum Feld. Ist interessant. Auf der anderen Seite ist auch interessant, warum er diese Haken, diese Schlenzer drin hat. Das sind sozusagen die Eckpunkte von den Zäunen. Da will er dann drumherum fahren. Aber er fährt dann durch die Zäune. Witzigerweise haben wir ja hier Kollision. Ja. Aber das scheint er dann nicht zu erkennen bei der Feldbearbeitung. Ja, okay, da müsste man vielleicht das eine oder andere noch ein bisschen nacharbeiten. Dann wird die Sache, glaube ich, ein Schuh, beziehungsweise dann wird die Sache rund. Aber nochmal, wir wollen uns nicht zu sehr beschweren, in Anführungszeichen, sondern sollten wirklich sehr, sehr froh sein und dankbar, dass wir jetzt hier auf der Konsole doch jetzt einen fleißigen Helfer haben. Aber wir müssen natürlich schon ein bisschen immer aufpassen und uns Gedanken machen, wie kriegen wir den doch sauber dann hier zum Laufen. Denn ganz so trivial und easy ist es nicht. Denn wir auf der Konsole werden auch weiterhin natürlich mit diesem Helfer arbeiten müssen, während sich mit Sicherheit die PC-Spieler bald über ein wesentlich Detail oder besser einzustellendes Cosplay und natürlich auch Autodrive. Denn ich habe jetzt auch schon festgestellt, dass eben das ein oder andere Fahrzeug da nicht hinkommt, wo es hin soll. So, wir schauen nochmal ganz kurz rein. Haben wir was zu tun? Eigentlich nicht. Wie gesagt, unsere Tierchen geben doch nichts, weil sie erst bei 30% sind. Und auch unsere Produktionen hier, nein, hier, verfügbar. Hier sind wir. Ja, da haben wir genügend Wasser drin. Da haben wir Wasser drin, da ist sogar voll, aber da ist noch nichts richtig. 2%. Ja, da wird es noch ein bisschen gehen, bis was kommt. Auf jeden Fall, das wird noch dauern. Sehr schön, dann gucken wir doch nochmal ganz kurz in die Aufträge. Was für einen witzigen oder was könnten wir denn noch machen? Was geht eigentlich immer? Düngen geht immer. So, und das ist Feld Nummer 9. Das ist ganz bei uns in der Nähe. Und ich würde sagen, für 5420 können wir auf jeden Fall düngen und das Gerät erstmal mieten. Jo, genau. So, da steht es. Was wir natürlich dann noch brauchen, ist Material. So, Dünger. Big Bag. Mineraldünger. Sehr schön. So, reicht uns einer? Ja, wir haben ja im Zweifel ja noch einen am Hof. Ne? Wir haben ja noch ein bisschen was im sozusagen im Tank. Brauchen wir das Gewicht? Apropos Gewicht. Vorhin stand unser Gewicht, unser Blaues, ein bisschen im Weg herum. Also ich weiß nicht, was wir damit machen sollen. Ich denke, das werden wir mal, ja, vielleicht wieder verkaufen. So, was haben wir denn hier, Schickes? Ein Deutz-Fahr. Ei, das freut mich. Ein Deutz-Fahr.
Ja, das passt auch schön zusammen. Zack. So. Dann fahren wir mal hier rückwärts ran. Oh, da geht gleich die Klappe auf und wir füllen auf. Ja, geht ganz kleines bisschen hoch. Ja, da würde noch was reinpassen, auf jeden Fall. Okay. Dann fahren wir mal darüber zu dem Feld. Und ihr denkt bitte dran, heute Abend 22 Uhr geht's wieder ins Late Night Farming. Und da werden wir dann hier auf dieser wunderschönen Map weitermachen. Ich werde in der Zwischenzeit schauen, dass wir auf jeden Fall in den nächsten Monat kommen, was ja nicht so schwierig sein wird, denn so richtig haben wir ja nicht mehr zu tun. Wir machen hier noch ein paar Aufträge und ich hätte ja Bock mal auf einen so Presseauftrag, ne? Also einen Pressauftrag. Ihr habt mir übrigens lieb geschrieben in die Kommentare, wie ich hier an Wasser komme und ich habe auch mittlerweile festgestellt, man kann hier aus dem Kanal tatsächlich Wasser holen. Man muss aber wirklich, ja, drauf fahren, drüber fahren, das ist natürlich jetzt nicht die feine englische Art, ich weiß, aber es ist eine Option auf jeden Fall und dann ansonsten, es gibt wohl einen Wasserturm, den man setzen kann, den hatte ich jetzt so noch nicht gesehen, aber ich glaube, mit unserem kleinen Wasserfass sind wir ja auch gut dabei und gut aufgestellt. So, ich denke, ich kann hier rechts reinfahren, genau, da haben wir nämlich dieses Feld und dann checken wir das Ganze nochmal mit dem Helfer. Der soll mir das hier abarbeiten. Dann kommen wir... Ah, wir könnten natürlich auch hier mit GPS fahren. Spurführung. Ein Vorgewende reicht. Linien anzeigen. Zeitlicher Versatz brauchen wir nicht. Da sagen wir okay. So, jetzt muss ich gucken. Wie war das jetzt nochmal? Wir müssen praktisch hier reinfahren. Ah, da ist die gelbe Linie. Genau, genau. Dann sagen wir Pip. Und dann geben wir eigentlich nur Gas. Ja, aber den Motor sollten wir anlassen. So, wir müssen natürlich das Gerät einschalten. Augenblick, Augenblick. So geht das. Also, zack. Und Gas geben. Hervorragend. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn er rechts unten zeigen würde. Wenn er rechts unten, links unten zeigen würde, wo die Minimap ist, wie wir und wo wir schon was gedüngt haben. Aber das finde ich hier cool. So, das macht er richtig schön. Fährt hier schön die Bahnen entlang. Und für so einen Auftrag ist es natürlich ideal, mit GPS zu fahren. So, jetzt muss ich mir das wieder hier angucken. Dann fahren wir hier geradeaus weiter. Auch da wird sich natürlich die Frage stellen, wie weit, wie viel muss ich hier abarbeiten? So, da ist die nächste weiße Linie. Und die wird jetzt doch grün, oder? Achso, Quatsch. Einschalten, GPS, Gas geben. So ist es. Ja, da muss man sich erst dran gewöhnen. Alles neu, alles ganz, ganz neu, werden wir uns aber auch dran gewöhnen mit der Zeit. An diese wunderbare Funktion für die Konsolenspiele, auf die wir so lange gewartet haben. Ja, aber es bedient sich leichter natürlich dann doch, glaube ich, aus der Außenansicht. So, hier ist die Linie als solches schon zu Ende, aber wir fahren durch. So, dann vorwärts. Dann schauen wir mal, dass wir die Linie wieder finden. So, da haben wir sie. Die wird gelb. Wir schalten ein. GPS und Gas geben. Hervorragend. 620. Oh, da geht schon der Dünger ganz schön raus. 39% haben wir. So, ein Thumbnail kann nie schaden. Nee. Anmachen und Gas geben.
Sehr schön. Also 67, das geht voran, das geht vorwärts. Sehr gut. Und Zeit für eine kleine Information bzw. einen Hinweis. So, da haben wir jetzt das Vorgewände. Jetzt müssen wir dann in die Bahnen finden. Ich glaube, zweimal hoch oder so und dann passt das. Und ich glaube, wir kommen da relativ gut durch, oder? Ja, wir sind jetzt bei 81. Sehr schön. Ausschalten. Dann suchen wir mal die nächste Bahn. Ah, da. Könnte ein bisschen lauter sein. Ich glaube, ich muss da mal gucken in den Einstellungen, weil man den Ton doch wenig hört oder schlecht hört. Zu was der gehört. Ja, 85. Könnte jetzt ein bisschen schneller sein. Ich glaube, wir gehen da wirklich tatsächlich und müssen noch mal ein bisschen Mineraldünger holen. Das wird wohl nicht reichen. Zumal der ja auf jeden Fall fleißig weiter düngt. So, wo ist die nächste weiße Linie? Da. Ah, ich habe, glaube ich, das Ding runtergelassen, genau. So, einschalten, drücken, ab die Post. Prozent. Nein, es reicht nicht. Wir müssen auf jeden Fall nochmal Dünger holen und dann den Auftrag beenden. Es hilft nichts. Das wird nicht reichen. Oh. Was haben wir noch drin? 6. Oh, 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 oh. 97. Ja, er ist leer und wir sind bei 97 hängen geblieben. Schade, schade, aber soweit so gut. Freut mich, lässt sich gut an. Wir werden hier das Feld natürlich noch zu Ende machen und dann in den nächsten Monat springen. Und dann wisst ihr ja Bescheid, heute Abend 22 Uhr Late Night Farming hier auf der wunderschönen Map von Giants. Ich finde sie wirklich gar nicht mal so schlecht. Und wir werden uns dann 3 Stunden im Livestream Minimum hier mit dieser schönen, schönen Map hier beschäftigen und uns unterhalten. Freue mich schon auf euch. Also Late Night Farming von der Hutan Pantai. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal, euer Baden Farmer.